Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei LS 2013 und einem weiteren Mod-Test. Ja, wir testen hier den Case Magnum 235 V1. So, schauen wir mal von außen aus. Dann schaut nicht schlecht aus. Hier Rädergewichte haben wir drauf. In Anschlüsse, das kann man eigentlich alles so gelten lassen. Von der Textur her. Ja, der Sound ist etwas laut, würde ich mal sagen. Ich hoffe, man hört mich noch. Oder ist noch bei mir so laut? Kann auch sein. Ja, links oben steht schon, dass irgendwas fehlt. Missing XML-Eintrag. Also Fehler hat er schon mal kleine. Schauen wir mal nach innen. Falsche Taste, sorry. So, Lenkung schaut eigentlich gut aus. Boxen, Radio, das passt. Wo das sitzt, passt auch alles. Ja, so, dann schauen wir mal. Okay, Beifahrersitz sozusagen. Kann ich vom Beifahrersitz aus fahren? Auch nicht schlechte Idee. Ich denke, dafür nicht gedacht, aber man könnte es theoretisch. So, dann schauen wir mal oben. Numpad 9 haben wir. Heckfenster öffnen. Tja, ihr seht es hier schon. Es öffnet sich, aber auch das Scheibenwischer bleibt hier drin und einer ist draußen, also der verdoppelt sich sozusagen. Man hier schön sieht. Numpad 8 ist Tür links. Die geht auch auf. Aussteigen ist leider nicht möglich, denn ja, die Tür ist auch hier noch drinnen enthalten. So, dann haben wir Numpad 7 noch etwas. Das ist Rückfahrkamera. Funktioniert schön, ja. Kann man schön zurückfahren dann. Wo man den Hänger anhängen. Das sollte man echt besser positionieren, die Kameras. Ich weiß ja nicht, was die Leute hier haben, aber ich möchte ja schon sehen, wo ich anhänge. Hier sehe ich gar nichts. Keine Ahnung. Nehmen wir den mal an. So, das war jetzt Numpad 9, ne? Mal G. Kann ich nicht mal wechseln hier. Okay, wenn ein Hänger angehängt ist, kann ich nicht mehr wechseln. Hängen ab, kann ich die Scheiben und Tür öffnen. Und wenn ein Anhänger angehängt ist, geht gar nichts. Okay, gut. Numpad 9 haben wir. Ne, Taste 9. Standardtaste. Haben wir Rädern, kann man nicht ändern. Hängen wir mal ab. Dann kann man sie ändern. Also man kann nur die Sachen ändern, solange kein Gerät angehängt ist, komischerweise. So, hier haben wir Doppelbereifung hinten. Dann haben wir hier die schmalen Reifen und die Standardreifen. Boah, passt eigentlich so. So, jetzt fahren wir mal eine kleine Runde. So, Licht haben wir ja auch irgendwo, ja. Eine Kurve, ja, der Hänger kippt da schon. Hat er sowas wie Lichter, Blinker und sowas? Nö, hat er nicht. Rückfahrlicht. Hat er auch nicht. Bremslicht. Nö. Ist das Licht. Gut, ja, was soll man dazu noch sagen? Schauen wir mal in den Shop. Hier ist er. Case Magnum. Ja, hier. In Polnisch geschrieben, schätze ich mal. Keine Betriebskosten angegeben. 235.000 kann man gelten lassen. Dann schauen wir nochmal die Lok an. Wie ich schon am Anfang erwähnt, der wird einige Fehler haben. Hat er auch hier ein paar Bilder fehlen, ein paar Sounds fehlen und Call Stocks. Also das ist nicht gut. Die sind extrem schlecht. Hier auch noch jede Menge Bilderfehler, weil sie nicht die richtigen Format sind. Sind noch in PNG oder JPG anstatt DTS. Ja, soweit passt das. Macht euch selbst mal ein Bild von dem Mod. Aussehen her schaut er gut aus. Die Fehler müsste man noch beseitigen, dann ist es echt ein guter Mod. Viel Spaß damit. Weitere Mod-Vorstellungen findet ihr auf meinem Kanal. Schaut einfach mal vorbei. Mache ich ja fast täglich Videos. Oh, aber ein Like und Abo freue ich mich natürlich auch. Das motiviert eigentlich immer wieder weiterzumachen, wenn man sieht, dass die User, die das ansehen, auch ja, sich bedanken sozusagen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao.